Hallo zusammen, Salve a tutti. Mittwoch, 28. Juni, 17.34 Uhr. Der DAX ist quasi rum. Und das sind eigentlich mal ganz interessante Tage gewesen, jetzt also Montag, Dienstag und Mittwoch. Um euch nochmal zu zeigen, wo diese Linie herkommt, das ist die vom 3.10. Jetzt gehe ich direkt mal näher ran. Ich habe alles Mögliche schon vorbereitet. Und zwar, wir haben das untere Band noch nicht mal gestreichelt. Wir sind da von gar nicht irgendwie betroffen. Wir haben das Tief hier nicht gesehen. Das heißt, er bewegt sich hier wieder in diesem, oder bewegte sich wieder in diesem Unterstützungsbereich, so um die 15.700. Durch heute, im Moment steigt der DAX auf 15.956 oder plus 0,62%, befinden wir uns schon am 38er Retracement von dieser Bewegung hier. Die 10- und 20-Tage-Linie kreuzen sich gerade eben im negativen Sinn. Da würde ich noch nicht so viel drauf geben, denn das alles hier ist nichts anderes als eine Seitwärtsphase. Und das ist ein Trendfolgeindikator und auf dem können wir nichts geben, wenn kein Trend vorherrscht. Da brauche ich sowas hier. Das ist ein Trend. Aber das ist nur ein Seitwärtsgefummel. Von diesen Retracements hier, von dieser Bewegung, hätte der DAX meiner Meinung nach sogar durchaus nochmal Platz bis zu 16.160 für morgen. Und das ist 16.175 für Freitag. Und dann würde sich dieses Retracement hier mit diesem Oktobertrend treffen. Das ist ein schöner Widerstand. Das ist ein schöner Punkt. Das wäre durchaus möglich. Hier oben sind wir bei der 16.200. Und dann würden wir auch dieses Mini-Mini-Mini-Gap hier schließen. Also von daher, so wie er sich hier verhalten hat, und das muss man wirklich sagen, der hat sich immer wieder hochgekämpft, mit wenig Umsätzen, aber er hat sich hochgekämpft. Sieht ja gar nicht so schlecht aus für die nächsten, sagen wir mal, 3-4 Handelstage, bis Montag, Dienstag, nächste Woche. Auffallend ist auch eine kleine Stabilisierung im MACD. Da fehlt mir noch ein Histogrammbalken, ein kürzerer. Und dieses Signal hier über die Stochastik habe ich bei ganz vielen Werten im DAX, im MDAX, auf meiner Late-Night-Liste, im Amiland, überall so eine ganze Menge dabei. Auffallend war für mich, dass da viel so diese Immobilienwerte dabei sind. Das alleine reicht mir nicht. Aber wenn das morgen, also am Donnerstag, der DAX innerhalb dieser Kerze schließt, dann würde hier ein kürzerer Balken entstehen. Dann hat es auf jeden Fall mehr Gewichtung, als wenn dieses Signal hier nur alleine liegt. Also so gesehen traue ich dem DAX es durchaus zu, dass der nochmal hier in diesem Bereich mindestens 20-Tage-Linie, aber das ist ein Witz, das sind nur 80 Punkte, nein, durchaus sogar bis hier oben gehen kann. Es ändert nichts, aber überhaupt nichts an meiner Meinung, bis in den September, Oktober hinein, dass wir deutlicher runtergehen werden. Ich habe nach wie vor die 13,8 im Kopf. Aber kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass der nach dem Taucher hier einmal Atem holt, irgendwo bis im Extremfall in diesen Bereich rein. Mehr gebe ich dem nicht. Ich finde die Umsätze nach wie vor eher schwach. Aber wurscht, der handelt, wie er will. Und deswegen habe ich auch die gleichen Scheine genommen wie nicht nur letzte Woche, schon seit Wochen. Einmal habe ich da irgendwo was geändert. Es ändert sich hier lediglich der Hebel und die Basis, der Strike von diesen Turbos. Es sind genau die gleichen Scheine mit genau den gleichen Einstiegs- und Ausstiegspunkten, wie ich die schon seit Wochen nenne. Also nochmal, ich gehe davon aus, wir gehen nochmal hier irgendwo hier ein bisschen höher. Vielleicht schaffen wir das, diese 16.160, durchaus möglich. Und es sind mir zu viele Einzelwerte, die diesen Signal hier haben. Müsst ihr einfach mal eure präferierten Aktien durchgehen. Und vor dem Hintergrund hat er kurzfristig, ich meine kurzfristig, wirklich 3-4 Tage mehr Potenzial als Risiko. Umdenken muss ich, wenn wir diesen Punkt hier, das ist die 15.629 mit Schlusskurs, unterbieten. Aber solange das nicht passiert ist, ist das hier ein Range Trade. Breit, aber echt. In diesem Sinne, alles Gute, Happy Trading, fette Beute, bye bye.